Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Marty Girl und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich simuliere hier gerade den kompletten WWE Extreme Rules Pay-Per-View aus dem Jahre 2014. Also jetzt praktisch diesen Sonntag ist das Ganze. Und ja, wir haben hier jetzt das zweite offizielle Match auf der Card. Wir haben Alexander Rusev gegen Xavier Woods und R-Truth in einem Handicap-Match. Ich wusste zwar nicht, dass Handicap-Matches jetzt auch schon offiziell als extreme Matches dargestellt werden, aber gut, es ist sicherlich scheiße, wenn man gegen zwei gleichzeitig antreten muss, aber Alexander Rusev, denke ich mal, hat hier da weniger Probleme. Das hat man in den letzten Shows ja nun auch schon gesehen. Lana konnte ich irgendwie nicht mit in das Match hier basteln. Wenn denn wäre Lana als normaler Tag-Team-Partner hier noch mit gewesen. Das wollte ich natürlich nicht. Hier erstmal R-Truth mit im Match. Ja, das finde ich generell sehr schade, dass man hier R-Truth so schwach darstellen lässt in dieser kleinen Fehde hier. Erst ja, versucht man Xavier Woods zu etablieren, indem man Brutus Clay dagegen setzt. Also schon ein ziemliches Vieh. Und danach kommt dann ein Alexander Rusev, der hier alles platt macht, wie nichts Gutes. Klar, das gehört schon dazu, wenn man so einen krassen neuen Charakter etablieren will, dann muss man natürlich schon so ein paar Squash-Matches mitbringen. Ja, trotzdem glaube ich, kann man das mit guten Matches auch sehr gut machen, als einfach bloß mit 2-Minuten-Matches, wo zum Schluss Alexander Rusev dann ja gewinnt. Weiß nicht, das fand ich bei Ryback schon immer ein bisschen schwierig. Jetzt gibt es hier erstmal eine harte Aktion auf dem Apron. Das ist natürlich unschön. Ja, Alexander Rusev ist allerdings eine Kampfsau. Ich mag den Typen. Also generell, ich bin ja riesen Fan von NXT. Das haben, denke ich mal, die Leute, die meine Videos verfolgen, schon mitbekommen. Und ja, auch da hat er mir sehr gefallen. Hatte vorher noch so ein bisschen anderes Gimmick. Naja, was heißt ein anderes Gimmick? Ein bisschen anders dargestellt, aber fast das gleiche Gimmick. Lana war noch nicht dabei. Trotzdem finde ich die Kombination der beiden auch sehr gut. Lana macht ihre Sache da auch richtig, richtig gut. Hier, schöne Tag Team Action hier von Xavier Woods und R-Truth. Schnelle Wechsel hier. Ja. Generell ganz in Ordnung. Der Core gefällt mir auch sehr gut, der hier von Alexander Rusev gemacht wurde. Habe ich auch bloß aus den Community Creations runtergeladen. Ja, jetzt wird hier erstmal gegenseitig gekontert. Super. Willkommen in WWE 2K14. Ja, jetzt haben wir es endlich mal. Ja. Auch nicht schlecht. Gut, jetzt wird hier. Ach nein, das ist nicht sein Scheiß Ernst. Jetzt geht das wieder los. Das ist eure KI, 2K. Das ist eure KI. Da müsst ihr unbedingt was tun. Das ist natürlich echt. Was macht denn der Woods jetzt hier? Hau ab, genau. Irish Rip in die Seile, Hip-Toss von Rusev. Ja, wie gesagt, das ganze Match wird hier auch nur ein Squash-Match. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden hier großartig ja, was reißen können. Crossroads, auch nicht schlecht. Gegen den großen neuen Rusev. Und ja, deshalb viel versprechen tue ich mir von dem Match natürlich nicht. Ich denke, dass Rusev hier das Ganze für sich entscheiden wird. Soll halt wirklich jetzt erstmal gepusht werden als das große neue Monster der WWE. Was ja echt nicht schlecht ist, aber ist halt trotzdem ein bisschen schwierig, da jetzt Leute wie den erst etablierten Xavier Woods denn hinzustellen. Und ein R-Truth, das ist halt wirklich so unterste Midcard von mir aus. Wo sich das denn hier ansiedelt, ist halt für die Superstars nicht ganz so schön. Ja, zwischendurch wurde ja R-Truth doch mal ein bisschen gepusht, aber das ist so schnell wieder fallen gelassen worden. Weiß nicht, auch R-Truth mag ich extrem gerne. Und der Woods ist sowieso eine richtig lustige Sau. Aber man sieht halt zu wenig von den beiden.
von Woods ja generell. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob in Superstars da mehr gemacht wird oder in Main Event, denn die beiden Shows gucke ich mittlerweile nicht mehr so, weil ich ganz einfach das nicht mehr hinkriege, wenn man nämlich das WWE Network hat und muss dann noch Legends House und nebenbei nochmal Total Divas und hier noch und da noch gucken. Das ist natürlich eine sehr zeitaufwendige Aufgabe hier. Aber Xavier Woods kontert hier erstmal schön Alexander Rusev aus, wird hier gleich wieder gekontert. Ja, sehr schöne Sache hier. Und das war's wahrscheinlich für Woods. Samoan Drop. Zwar ein bisschen verhungert, aber Kick Out at One. Das ist natürlich echt eine krasse Geschichte. Sein Finisher, also von Rusev, ist ja hier der Camel Clutch. Der ist auch extrem hart. Also, ja, was man da in NXT gesehen hat, wie lange der da schon manche Leute drinnen gehabt hat, das ist natürlich extrem unschön. Aber für so ein Tier natürlich ein guter Finisher eigentlich, meiner Meinung nach. Jetzt geht er hier auf den Arm. Ein Pin nach so einem krassen Move wird es natürlich auch nicht rausreißen. Ich weiß nicht, ob der Rusev hier ein bisschen schwach ist, den ich hier runtergeladen habe. Ja, generell habe ich mir hier eigentlich mehr erhofft, dass er hier den ordentlich platt macht. Ja gut, man kann ja nicht alles haben. Xavier Woods auch richtig gut gemacht. Also ja, die Klamotten und alles. Oh, DDT. Gleich ein Cover hinterher. Also der will hier wirklich gewinnen. Jetzt dachte ich schon, das war's. Aber jetzt, ja. Wird das Comeback hier von Xavier Woods gleich abgestoppt. Hier gibt es den Orton Stump von Alexander Rusev. Passt aber auch, meiner Meinung nach. Clothesline! Clothesline! Ah, Dropkick, mehr oder weniger. Springboard. Super, so und das. Wir tun mal so, als hätte Rusev ihn extrem krass ausgekontert, aber jetzt gibt's hier das Comeback von ihm. Ja, der geht hier ordentlich zur Sache. Jetzt will ich aber auch das Ende sehen. Camel Clutch, komm, 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 komm. Aber ich glaube, R-Truth ist noch. Na toll. Na, bitteschön. Ich wollte eigentlich sagen, dass R-Truth bestimmt. Oh, Running SEO. Eins, zwei, drei, das war's. Rusev gewinnt das Handicap-Match. Nichts anderes erwarte ich mir hier. Schreibt mir bitte mal euren Tipp in die Kommentare und was ihr zu Alexander Rusev zu sagen habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Match, hören uns beim nächsten Match und abonnieren nicht vergessen, haut rein!